Nichts zu sehen, oder? Gar nichts zu sehen. Aber irgendwo hier im Schlamm muss es sein, das versunkene Boot. Der Auftrag von Günther Dietz und seinen Tauchern, die versunkene 12 Meter lange Motorjacht im Hafen finden und an Land bringen. Das Schiff muss möglichst schnell aus dem Wasser, seit Tagen verliert es Öl. Günther Dietz, seit 35 Jahren Berufstaucher, leitet die Bergungsaktion. So ein Einsatz ist für ihn trotzdem selten. Wie er das Boot rausbekommt, weiß er noch nicht. Wie das Boot liegen tut, um da was festzukriegen, dass was hochgeht. Das ist das Problem dabei. 1, 2, 3. Lutz Wendt, Berufstaucher aus Rügen, will gleich bis zum Grund abtauchen. Der erste Tauchgang ist nur erstmal erkunden. Suchen. Kann auch sein, das liegt hier gar nicht. Machen wir. Hauptlos ab. Hinab auf 21 Meter Tiefe. Dann, nach 10 Minuten Suche im Trüben. Hey, guck mal, was hier vor mir liegt. Tja. Ich würde sagen, was sieht aus wie ein Schiff, oder? Ein Schiff. Eine Seilwinde soll es jetzt nach oben ziehen. Aber wie, ohne dass etwas bricht? Unter Wasser lässt sich das nicht rausfinden. Die Sicht ist zu schlecht. Den Männern ist unklar, wo der Gurt für die Seilwinde befestigt werden kann. Dann ruft der Eigentümer des versunkenen Schiffs an. Ist das der dann? Der da. Und gibt einen entscheidenden Tipp. Am Ende des Stegs liegt ein baugleiches Boot. An dem schauen die Taucher, wo genau sie den Hebegurt anbringen können. Wir hängen den vorne an, ziehen den so rauf mit dem Bug, dass der wirklich schweben tut, und gehen nachher hinten ans Heck hin und tun da unsere Hebesäcke hin und ziehen den nachher oben gerade, dass wir ihn dann nachher auspumpen können. Taucher Lutz Wendt macht den Gurt für die Seilwinde fest. Jetzt fängt er an zu ziehen. Jetzt fängt er an zu ziehen. Die Spitze schaut schon mal raus. Jetzt kommen die Hebesäcke zum Einsatz. Sie füllen sich mit Luft und sollen das Heck des Boots nach oben ziehen. Wenn alles glatt läuft, treibt das Boot bald auf dem Wasser. Aber Günther Dietz hat eine Befürchtung. Dass der im Grunde nachher auf den Kopf raufkommt. Das ist noch das Einzige, wo noch passieren könnte. Und so passiert es. Das Boot dreht sich falsch herum. Scheiße! Ja, Verkehr! Die Säcke, die machen halt ihren eigenen Weg. Gell? Kann ich noch schon sagen. Aber da ziehen jetzt 4 Tonnen und wohin das läuft, das weiß ich auch nicht. Jetzt probieren sie es eben auf die brachiale Art. Der Autokran soll den Rest erledigen. Eine 150.000-Euro-Yacht. Das haben Feuer und Wasser von ihr übrig gelassen. Der Zustand ist Günther Dietz und seinem Team aber ziemlich egal. Solange niemand zu Schaden gekommen ist, da kann man alles bezahlen. Das ist alles halb so wild. Nee, aber sonst. Wir sind fertig, alle drei. Günther Dietz und seine Taucher. So eine aufwendige Bergungsaktion ist schließlich auch für sie selten. Grund genug, stolz zu sein.